bin ganz gespannt, nämlich auf die Ergebnisse des ersten regionalen Bildungsforums im Rahmen unseres Programms Bildungsland Sachsen 2030. Ich bin sehr gespannt, über was diskutiert wurde, was abgewogen wurde, was präferiert wird und vielleicht auch was abgelehnt wird. Also Spannung auf das, was Menschen mir unterbreiten an Ideen und an Vorschlägen. Wir mussten alle 218 Handlungsempfehlungen vorab lesen, mussten abstimmen, ob wir zustimmen oder ablehnen oder ob wir Diskussionsbedarf haben. Wir haben dazu uns online zusammengesetzt, einmal auch in Präsenz getroffen und tatsächlich auch Pro und Contra ganz schnell und ganz konkret versucht festzumachen. Was gefällt uns daran gut, was gefällt uns daran nicht so gut? Insofern kam da was zustande. Dadurch war tatsächlich eine Teilhabe sehr deutlich möglich, fand ich. Wir wurden ausgelost, das fand ich erstmal sehr gut, deswegen war es wirklich ein Zufallsprinzip, wer da rein durfte ins Bildungsforum und entsprechend war die Gruppe auch sehr bunt. Die Arbeit in dem Bildungsforum war sehr konstruktiv. Es war stets eine sehr angenehme, wohltuende Atmosphäre innerhalb der Gruppe. Auch kontroverse Themen konnten gut diskutiert werden. Ich wollte den Prozess der Veränderungen im sächsischen Bildungsweg begleiten, meine eigenen Ideen einbringen. Ich habe ja die Handlungsempfehlungen für mich selber durchgelesen und auch bewertet, aber dann nochmal in dem Gremium sozusagen zu arbeiten und doch auch mal so andere Sichtweisen zu sehen, hat für mich den Effekt gehabt, dass ich dann über das eine oder andere halt vielleicht nochmal nachgedacht habe, um dann nochmal nachzubessern. Es gibt ganz viele Punkte, die, denke ich, reformbedürftig sind und deswegen fand ich das ganz interessant, mal Teil davon zu sein, mitzubekommen, okay, wie verändert sich Bildung in Sachsen. Ich hatte ursprünglich erwartet, dass man ein Stück auch noch an der Endfassung dieser Handlungsziele mitwirken, aber das ist ja so gar nicht gedacht gewesen. Aber ich würde jetzt im Ergebnis auch sagen, da wären wir ja auch dran gescheitert bei der Fülle des Materials, das da zu bedenken war. Das ist eine ganz schöne Menge und eine ganz schöne Fülle. Das war mein erster Gedanke und der zweite Gedanke war, dass ich mich gefreut habe, dass viele Dinge dabei waren, die ich wirklich für wichtig erachte. Gerade im Bereich des Lernens waren viele Dinge dabei, die einfach einen modernen Ansatz darstellen und Chancen eröffnen und einfach auch Räume aufmachen für die Kinder. Ich hoffe, dass sich das SMK das schön zu Herzen nimmt, dass vielleicht auch andere Akteure wie Parteien sich das anschauen und dass wir in Zukunft irgendwann mal was von diesen Forderungen auch umgesetzt sehen. Hoffnung habe ich, dass sich was ändert. Dass es eben nicht nur, dass wir uns nicht nur angefangen haben, den Weg zu gehen, sondern auch irgendwann an einem Ziel ankommen. Also wir haben 5 spannende Bildungsforen erlebt mit ganz, ganz engagierten Leuten. Ich war sehr, sehr begeistert und vor allen Dingen auch begeistert von der Unterschiedlichkeit der Themen, die da angesprochen wurden. Wir werden die jetzt intern natürlich auswerten, die Expertenempfehlungen gemeinsam mit denen, wie auch die regionalen Bildungsforen drüber geschaut haben, was sie für Empfehlungen abgegeben haben. Und dann ist es an uns, jetzt bis zum kommenden Frühjahr wirklich einen Fahrplan zu entwickeln, welche Maßnahmen setzen wir um, in welcher zeitlichen Abfolge, was kann kurzfristig geschehen, was mittelfristig und wo brauchen wir vielleicht mehr Zeit, wo müssen wir auch Dinge nochmal ausprobieren. Das ist jetzt unsere interne Arbeit. Ich hoffe aber, dass wir im kommenden Frühjahr das entsprechend präsentieren können.